Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Heute spielen wir Assassin's Creed 4 Black Flag. Dann gehen wir mal auf Templerjagd. Schauen wir mal, was uns das bringt hier. An einem coolen Auftrag. Hallo, James Kidd. James Kidd folgen. Es gibt noch ein letztes Geheimnis. Alles klar. Dann zeig mal. Wie lange bist du schon bei den Assassinen? Hä? Ein paar Jahre. Ich traf Arthur Bay in Spanish Town und irgendwas in ihm weckte. Wie leckt es gerade wie sonst was? Ist das alles seine Idee? Sein Clan? Gar nicht. Assassinen und Templer kämpfen schon seit tausenden von Jahren. In der ganzen Welt. Die Eingeborenen. Weiß nicht warum, aber es leckt gerade ziemlich. Wie unser Credo. Von Anbeginn an. Und als die Europäer kamen. Hübsche Wasserfall. Vermischt. Kulturen, Religionen und Sprachen trennen die Völker. Doch es gibt etwas im Credo der Assassinen, das Grenzen überschreitet. Die Liebe für das Leben und. Na komm, beweg dich ein bisschen. Ich bin als Erster da. Klingt ein bisschen wie Nassau. Hier wären wir. Nimm diesen Stein, den du bei der Maya-Stele entdeckt hast, und stell ihn dorthin. Okay. Hier oder was? Haben wir ein paar von denen. Nummer 1. Nur ein paar Dutzend mehr und das war's. Und was springt für mich dabei raus? Respekt für den Anfang. Ein bisschen Kohle wäre nicht schlecht, Frauen, ne? Die wegen dir in Gefahr sind. Und falls das nicht genügt, gibt es einen Schatz hinter der Tür. Er ist viele Jahrhunderte. Na, da brauche ich ein paar Maya. Ich schätze, wenn du dir Mühe stehlen. Gibst und auch noch den letzten davon findest, wird es sich schon lohnen. Du segelst zurück nach Nassau? Wenn ich dort einen Auftrag habe, ei. Doch mein Zuhause ist nun hier. Alles klar. Dann sind wir hier fertig, glaube ich. Jupp. Haben wir fertig. Machen wir jetzt eine Schnellreise daraus. Da müssen wir nicht durch den ganzen Dschungel wieder laufen. So, da. Und auf zum Schiff. Die werden sich gleich wieder freuen. Dass der Captain da ist. Da ist auch ein Auftrag. Ahoi, Captain. Wo ist ein Auftrag da oben oder was? Nee, das ist nur meine Markierung. Ich dachte, hier ist ein Auftrag. Na, ist doch auch hier. Und in See stechen. Hinterlässt Fußabdrücke, ne? Schau mal, was wir alles finden. Hier sind ein Haufen Schiffe, hier ist ein Animus-Fragment. Wo müssen wir hin? Wir müssen dahin. Entweder machen wir eine Schnellreise oder wir könnten hier ein paar Schiffe entern, was wir auch machen. Und diese Truhe hier schnappen wir uns. Also in Richtung. Von Steuerbord! Überlebender hier, Master! Das sind schwere Schiffe, Fregatten. Aber gleich ein Haufen. Wow,
Wieso sind denn hier so schwere Fregatten? Ich glaube, die kommt auf uns zu. Wir sollten uns hier verpissen. Ich glaube, das wird sonst nichts. Die uns rammen wollen, dann versenken wir sie mit Fässern. Fährt die uns nach? Das meinen die jetzt nicht ernst, oder? Nee, die wollen nur hier durch. Ich glaube, das ist die königliche Flotte oder sowas. Das Kriegsschiff da vorne hat immerhin so ein komisches Segel. Aber die segeln vorbei an uns, das passt schon. Schnappen wir uns die paar Schiffe da hinten, die kleineren. Und gegen die alle hier müssen wir jetzt nicht antreten. Das wäre zu viel des Guten. So. Die zwei sind alleine, die schnappen wir uns. Was ist das? Ein Schoner und noch ein Schoner. Die machen wir platt. So, die werden wir jetzt ordentlich versenken. Sind bereit, Sir. Feuer! Die hat gekriegt. Feuer! Hinterhaken bereit! Sag nur das Wort, Captain! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Na zum Entern! Bist du verrückt, Captain? Die versenken wir und nehmen die Überreste auf. Und die können wir entern und die Jaxor reparieren. Zerlegen wir das Schiff hier. Sind bereit, Sir. Und hier gibt's Crewmember, die was wir mitnehmen können, inklusive Beute. Ah, da ist noch ein Schiff, was draufgehen möchte. Schauen wir mal, nicht, dass da unten hinten diese... Oh, ein bisschen Besuch kriegen wir, aber es geht. Kriegt jeden fetzen Stoff in den Wind. Der Schoner versucht zu flüchten da hinten. Aufgeilen, nehmt Druck vom Baum. Hat Glück gehabt, der ist weit genug weg. Jetzt werden wir das Schiff hier hintern. Crewmember töten. Oh. Ach, sag mal, wieso geht denn der da rauf? So, wo sind sie? Da. Mal drei getötet gleich. Und bam. Oh, das war einer von uns. Und nochmal bam. Wir haben es geschafft. Haben wir auf die Schnelle eingenommen. Jetzt werden wir zwar gesucht, aber was soll's. Bekanntheitsgrad von Flotte aufnehmen. Wir reparieren unser Schiff damit. So, dass es wieder wie neu ist. So, jetzt schnappen wir uns den Schoner da noch. Aber da ist ein Kriegsschiff dahinter, mit dem möchte ich mich jetzt ungern anlegen. Da ist noch eins. Piratenkopfgeldjäger! Naja, mit denen werden wir uns nicht anlegen, das sind zu viele jetzt. Ich glaube, die wollen uns am Arsch jetzt. Hau mal lieber ab. So viel Segel wie ihr könnt! Verpissen wir uns, bevor es hier haarig wird. Und schau mal zu dieser Kiste hier. Ja, das ist ein Sperrgebiet oder was? Oh, hier ist ein Wal. Coole Sache. Das ist ein Piratenjäger oder was? Ich glaube, der will was von uns. Kopfsegel reffen! Kommst in die
warten alle selber. Ah, der soll nur kommen. Ja, komm. Der wird jetzt gleich. Aha. Und jetzt zerlegen wir ihn. Für diese Frechheit. Das ist ein Piratenjäger. Der kriegt jetzt ordentlich aufs Maul. Den zerlegen wir. Nee, die rammen uns nicht. Die werden unsere Fässer jetzt küssen. Ah, scheiße. Wir sind auf Grund gelaufen. Ich habe die Insel jetzt nicht gesehen. So, der ist untergegangen. Schießen die auf uns oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Oh, wir müssen das entern. Bereit zu feuern, Captain! Ein Wrack mehr! Los, Segel, los geht's! Los, Segel setzen, an die Leine! Feuer! Das Treffer könnten Sie lahmlegen! Feuer! Wir zerlegen das Schiff jetzt hier. Feuer! Ich weiß noch nicht, wie man auf die schweren Kugeln hier umstellt. Das muss ich noch schauen. Es wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man auf die schweren Kugeln umstellt. Oh, scheiße, an Land wieder. Wir beschädigen uns gerade ziemlich selbst. Noch ein direkter Treffer und wir gehen unter. Wir gehen gleich unter. Geben wir denen so eine Breitseite und dann hauen wir ab hier. Ja, das ist blöd, aber die zerlegen wir jetzt. So, die hat's hinter sich. Wir hauen jetzt ab, ja, sicher, sicher. Sonst sind wir nämlich richtig im Arsch. Wir müssen hier dringend weg. Ein kleines Schiff entern und unser Schiff reparieren. Am besten das da vielleicht. Na, no, das sind auch zu viele. Abhauen, abhauen ist angesagt. Ah, oh, jetzt haben wir zu viel aufs Maul gekriegt. Scheiße. Es ist der Kack, weil die mal Verstärkung holen. Ich werde jetzt aber mal schauen wegen den Tasten hier. Das musst du irgendwo stehen. Steuerung. Schiffssteuerung, genau. So. Wo stellt man denn das ein? Hier steht nichts. Hat man automatisch die schweren Kugeln? Hm. Offensichtlich, ne? Q ist der Mörser. Hat man anscheinend automatisch, ne? Dann hat es schon gepasst. So, was ist hier? Eine Tauchglocke brauche ich hier. Dann kann man hier was machen. Jo, das ist scheiße. Die haben uns versenkt in Grund und Boden. Ich möchte jetzt aber diese Schatzkiste da haben. Die holen wir uns jetzt auch. Mit dem Mörser könnte man die platt machen. Aber wenn dann wieder andere Schiffe kommen, dann gehen uns die wieder am Sack. Das ist halt blöde. So, Schoner, Brick. Ja, das sind einfach zu viele Schiffe hier. Sonst wird's gehen. Da ist was im Wasser, das nehmen wir mit. Die Fallleinen! Holt an! Setzt jeden Zoll Segen!
War da nicht was? Es ist weg. Ich will den Schatz da haben. Weil ich glaube, das ist mitten auf der Insel. Das ist sicher nicht da am Rand. Oder doch? Doch am Rand. So, ankern. Und wir holen uns diese Schatzkiste hier. Hier gibt es anscheinend nur diese eine Kiste hier. Aber die geht mit. So, wo sollte ich sein? Hier. Oh, muss man von der anderen Seite erbeuten. Ja, dritter. Oh, das hat sie rentiert. Auf jeden Fall. Es geht schon, es geht schon. Und zurück auf unser Schiff. Ja, das Problem ist halt, wenn du einen angreifst, dann kommt Verstärkung. Das ist halt blöd. Da muss man sich wirklich überlegen, was man macht. So, ans Ruder, mein Freund. Und dann hauen wir hier ab. Hier sind zu viele Feinde. Das Fragment da holen wir uns. Das liegt auf dem Weg. Eine Fregatte. Wir sind im Sperrgebiet, aber das ist mir egal. Ist die Fregatte alleine? Na, hier ist überhaupt ein bisschen viel los hier. Ja, ich muss aus dem Sperrgebiet raus. Das ist blöd sonst. Greifen mich nur an sonst. Ich will dieses Fragment da drüben. Dummerweise ist es im Sperrgebiet. Na, oh, das geht schon. So, holen wir uns schnell das Fragment und weiter geht's. So, an Land ist er ein bisschen schneller. Auf den Stein. Und rüber. Und eine. No, nicht eine Schatzkiste, aber Material haben wir hier. Das nehmen wir natürlich auch gleich. Dreimal Zucker. So, ab zum Schiff wieder. Wir sind in der Sperrzone, also wir sollten uns hier verpissen. Captain hat das Ruder. Segel setzen. Abgang hier. Das Fragment haben wir, das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Checken wir mal die Karte ab. Muss man eigentlich hin? Da werden wir eine Schnellreise machen. Nach Nassau müssen wir.
Hier ist ein Marinekonvoi. Aber da müssen wir noch stärker werden, dass man sich mit dem anlegen. Machen wir die Schnellreise nach Nassau. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.